Rage on that beat, going crazy. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Heute zeige ich euch, wie man gefüllte Eier zubereitet. Gefüllte Eier sind eine Vorspeise aus hartgekochten, halbierten und garnierten Eiern, die einzeln oder kombiniert mit anderen Speisen gereicht werden. Sehr bekannt sind die russischen Eier, das sind hartgekochte Eier, die auf russischem Gemüsesalat serviert werden. Im englischen und amerikanischen Sprachgebrauch wird der Ausdruck Deviled Eggs, also teuflische Eier, für jegliche Zubereitungsart von gefüllten Eiern verwendet. Die Idee der gefüllten Eier hatte sich im Mittelalter aus der spanischen Küche durch reisende Köche, die nach Frankreich, Italien, Belgien und England gereist sind, verbreitet. Ihr Erscheinen in der Küche eines Landes spiegelte die reichliche Geflügelzucht und eine weiterentwickelte Küche wider. Seit dem christlichen Mittelalter trug die Beliebtheit von Eierspeisen bei, dass der Verzehr von Eiern nach den Fastengeboten der katholischen Kirche auch an fleischlosen Tagen erlaubt war. Gefüllte Eier tauchten erstmals in einem andalusischen Kochbuch im 13. Jahrhundert auf. Die Eigelbe wurden mit Korianderblättern, Pfeffer, Salz, Öl und Zitrone aufgeschlagen. Die Eier wurden dann gefüllt, wieder zusammengesetzt, mit Spießen zusammengehalten und mit Pfeffer bestreut. Frühe deutsche Rezepte von gefüllten Eiern finden sich in Max Rumpolds Kochbuch von 1583, wo der Dotter aus dem Ei rausgelassen wurde, das rohe Ei mit verschiedenen Zutaten vermengt, wieder in die Eierschale hineingefüllt, gekocht und dann gepellt wurde. Eine einzigartige Grundlage für gefüllte Eier haben die Australier, nämlich in Form des Emu-Eis. Das Emu-Ei hat ungefähr die Größe einer Pampelmuse und diese grünlich-schwarzen Eier, die müssen 70 Minuten lang gekocht werden, bevor sie weiterverarbeitet werden können. Die Schale vom Emu-Ei ist dermaßen stark, dass man zum Schälen oder zum Öffnen der Schale ein Krabbenmesser oder ein richtig schweres Küchenmesser benutzt. Das riesige Eiweiß wird in kleine Stücke geschnitten und mit einer Eiercreme, die aus dem Eigelb hergestellt wird, vermischt und dann dressiert. Das bedeutet mit einem Spritzbeutel irgendwo aufgetragen, zum Beispiel auf Brot. Thailands gefüllte Ei-Variante nennt sich Kai Kwan. Die Eiweißbecher werden dort entweder mit Meeresfrüchten oder mit Schweinehackfleisch vermischt mit Kokosmilch und Koriander gefüllt und danach werden sie in Backteig getaucht und frittiert. Kai Kwan. Klingt sehr lecker. Die klassische Zubereitung gefüllter Eier ist denkbar einfach. Eier werden gekocht und geschält, halbiert, das Eigelb wird entnommen und mit verschiedenen Zutaten vermischt. Und danach wird diese Eigelbcreme wieder in die Eiweißmulden hineingefüllt, dekoriert und serviert. Wenn man dann noch andere Zutaten zu Hause hat, die verarbeitet gehören, wie zum Beispiel Bratenreste oder Schinkenreste oder auch Käsereste, auch wenn es keine Reste sind, kann man auch diese Sachen sehr gut mit dem Eigelb kombinieren. Was wir heute allerdings tun werden, ist unsere Eigelbcreme mit Thunfisch und Kapern zu verfeinern. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Hier sind die Zutaten für 6 Eier, das heißt für 12 Hälften. Keine Angst, ihr müsst keine 36 Eier machen, so wie ich das hier tue. Ihr braucht also gekochte Eier, hartgekochte Eier nebenbei gesagt, eine Dose Thunfisch, 100 Gramm Mayonnaise, Pfeffer und Salz, eine halbe Zitrone, ein Teelöffel Dill, entweder frisch oder tiefgefroren oder getrocknet und einen Esslöffel Kapern. Ich zeige euch jetzt mal, wie man viele Eier kocht. Es ist ja immer so, dass Eier beim Kochen oft aufplatzen und dann kann man das vorher schwer abschätzen, wie viele bleiben mir denn ganz und wie viele sollte ich dann kochen, damit ich auch noch genügend habe. Ich mache es immer so, dass ich die Eier in ganz kaltes Wasser einlege mit ein bisschen Salz, dann den Topf auf den Herd stelle und ihn zum Kochen bringe. Sobald das Wasser kocht, schalte ich den Herd aus und lasse die Eier einfach noch 15 Minuten im heißen Wasser liegen und gieße das Wasser dann ab. Wir
ihr gerade gesehen habt, habe ich die Eier einfach mal geschwenkt im Topf, sodass die Schalen alle kaputt gehen. Das mache ich deswegen, weil wenn man viele Eier kochen muss, kann man unter Umständen ewig lang dran sitzen, weil halt die Schale auch so schwer runtergeht. Das ist vor allen Dingen bei ganz frischen Eiern so. Wären die Eier ein bisschen älter, würde die Schale leichter runtergehen, weil sich dann ein Luftpolster zwischen den Häutchen und dem Ei selber bilden würde. Ich hatte jetzt frische Eier, deswegen habe ich die Eier alle angeschlagen, habe kaltes Wasser in den Topf gegeben, so dass ich die Schale schön lösen kann. Wenn ich die Eier alle geschält habe, sortiere ich jetzt aus. Ich brauche nur eine Hälfte für die gefüllten Eier. Aus den anderen Eiern werden Kaviar-Eier gemacht. Ich habe jetzt die Eier, die nicht mehr so hübsch aussahen, rausgenommen, weil wenn ein Loch im Eiweiß ist, dann macht das nichts, wenn dann einfach nur ein Löffelchen Kaviar obendrauf gelegt wird. Wenn ich die Eier allerdings mit der Thunfischcreme füllen möchte, wäre es schlecht, wenn da Löcher drin sind. Deswegen nehme ich jetzt die hübschen Eier, schneide sie alle in der Mitte durch und gebe das Eigelb in eine große Schüssel. Wenn die Eigelbe dann alle in der Schüssel sind, mache ich ein bisschen Zitronenschale rein und den Saft der Zitrone. Dann gebe ich die Hälfte der Mayonnaise und die Hälfte des Thunfischs mit in die Schüssel und ein bisschen vom Kapernsaft und püriere das. Und wenn die Masse dann püriert ist, gebe ich den restlichen Thunfisch rein. Das mache ich deswegen, weil ich nicht eine feine Masse haben will, sondern eine feine Masse mit ein bisschen Einlage. Und die andere Hälfte der Mayonnaise hebe ich mir deswegen auf, weil ich nicht genau weiß, wie die Konsistenz werden wird. Die gebe ich dann später, nach dem Pürieren, auch erst mit rein. Jetzt ist die Masse schön püriert, jetzt gebe ich den restlichen Thunfisch, die restliche Mayonnaise, Pfeffer, Salz und gehackte Kapern mit dazu und natürlich nicht zu vergessen den Dill und hebe das alles mit einem Gummiteigschaber vorsichtig unter. Die Füllung für unsere Eier ist jetzt fertig. Ich fülle sie jetzt in einen Gefrierbeutel ein. Ich kann natürlich auch einen Spritzbeutel nehmen, aber wer keinen zu Hause hat, kann auch einen Gefrierbeutel nehmen. Den stopfe ich erstmal in ein Gefäß rein, so dass er schön fest steht, dass ich ihn auch gut befüllen kann. Und wenn das Beutelchen voll ist, mache ich einfach einen Clip ran, so dass nichts auslaufen kann. Und wie man sieht, hält das alles ganz schön fest. Dann muss ich nur noch mit der Schere später unten eine Ecke abschneiden und kann mit Hilfe des Gefrierbeutels die Eier gut füllen.
Die Eier sind gefüllt, zum Schluss kommt nur noch ein bisschen Deko drauf. Ich lege auf jedes Ei eine Kaper und ein Plättchen Petersilie. Man könnte sich da auch mehr austoben, vielleicht mit einer kleinen Paprikaspalte. Aber ich finde, so sieht's auch ganz schön aus. Und dann kann ich meine Platten mit den Eiern dekorieren. Wie gehabt findet ihr die Zutaten für dieses Rezept unten in der Infobox. Dieses und viele weitere Rezepte findet ihr natürlich auf meiner Instagram-Seite ymb.happiness. Wenn ihr noch Fragen zu dem Rezept habt oder Anregungen oder sonstiges, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich sehr, euch nächste Woche wieder hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Thank you.